Guten Abend. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Dr. Görlach, sehr geehrter Herr Bürgermeister Merle, sehr geehrte Herren Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und Mitglieder der Gremien der Stadt Wurzbach. Werte Anwesende, liebe Freunde, besonders begrüße ich diejenigen, die mit uns schon auf Studienfahrten in Auschwitz waren. Es ist eine erkleckliche Zahl von Ihnen da. Es freut mich ganz besonders. Besonders begrüße ich den Vorstand der jüdischen Gemeinde in Bad Nauheim bzw. in der Wetterau, Herrn Minarski, Herrn de Vries und Herrn Finkelstein. Herzlich willkommen. Ich danke Ihnen, Herr Merle, den Gremien der Stadt Wurzbach und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Mitarbeit bei der Vorbereitung dieses heutigen Abends. Das ist immer eine sehr angenehme und sehr reibungslose Zusammenarbeit. Das ist für uns auch immer eine große Erleichterung. Die Vortragsreise von Frau Lasker-Wallfisch wird auch unterstützt von der Ernst-Ludwig-Chaubré-Stiftung in Lich. Heute ist der 8. Mai. Zum 68. Mal jährt sich der Tag, an dem der deutsche Staat aufhörte zu existieren. Deutschland war ab diesem Tag von der Nazi-Diktatur befreit. Dieser Staat hatte entschieden, dass bestimmte Menschen nicht mehr sein sollten. Juden, Sinti und Roma, Kranke und Behinderte. Sie waren Volksfeinde oder Gemeinschaftsfremde. Auch wenn sie in Deutschland geboren waren und auch wenn ihre Vorfahren in Deutschland geboren waren. Wenn wir sagen würden, dass der 8. Mai kein Tag der Befreiung für Deutschland war, dann würden wir diese Menschen wiederum ausschließen und deren Zugehörigkeit, man spricht heute von Inklusion, zur deutschen Bevölkerung erneut leugnen. Selbstverständlich wurden die Lager und Anstalten von den Alliierten teilweise Wochen und Monate vor dem heutigen Datum befreit. Die Befreiung für alle war aber heute der 8. Mai und deswegen danke ich Ihnen auch für Ihr Kommen, gerade am heutigen Tag. Im Augenblick liest man die Meldung von dem SS-Mann, der erst jetzt wunderbarerweise als Verdächtiger gefunden wurde. Diese Bundesrepublik hat niemals versucht, gesetzliche Grundlagen dafür zu schaffen, dass die Massenmorde des nationalsozialistischen Staates auch juristisch umfassend verfolgt hätten werden können. Den Alliierten war mit den Grundlagen für die Nürnberger Prozesse gelungen, einem Nazi-Verbrechen angemessenes Verfahren bereitzustellen. Die Bundesrepublik tat sich damals sogar schwer, die Verjährung für solche Verbrechen aufzuheben. Alte Nazis rissen gegen die Aufhebung der Verjährungsfrist im Bundestag und außerhalb ihr Maul auf. Es gab damals sogar einen Bundestagsabgeordneten, der hatte ab und zu an der Gurgel so ein schwarzes eisernes Kreuz. Und wenn dieses eiserne Kreuz keine Fälschung war, dann war da sogar ein kleines Hakenkreuz eingeprägt. Ein ganz kleines Hakenkreuz. An der Universität ist es passiert, dass Studenten irritiert wurden von Fachaufsätzen, die die Legitimität der Nürnberger Prozesse hin und her wogen. In den Köpfen der Proseminaristen überwog die Haltung, die Legitimation der Nürnberger Prozesse anzuzweifeln. Der negativ konnotierte Begriff der Siegerjustiz machte ungestraft die Runde. Die antisemitischen und rassistischen Grundlagen der NS-Ideologie geistern auch heute noch durch die Köpfe und die Diskussion in unserem Land. Frau Lasker-Wallfisch, der ich sehr danke, dass sie heute hier ist und seit 3 Tagen mit uns durch das Land reist, begrüße ich recht herzlich und ich danke ihr für ihr Hiersein. Nachdem Herr Bürgermeister Merle zu uns gesprochen haben wird, berichten, was damals in Deutschland geschah und vor allem, was den Juden geschah. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Lasker-Wallfisch, verehrte Gäste, ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Der Vorschlag zu der heutigen Veranstaltung, das will ich betonen, kam von der Lagergemeinschaft.
Die Idee, die Anregung haben wir sehr dankend aufgenommen. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sein können und begrüßen dürfen Frau Lasker-Wallfisch. Ich durfte eben schon vor rund 2 Stunden die Bekanntschaft machen, habe mich bedankt und ihr auch einen schönen bunten Blumenstrauß überreichen dürfen, ein Buchpräsent, und habe feststellen müssen, ihr Heimatort ist ja, oder Heimatstadt ist London. Das könnte mit den Blumen nicht ganz einfach werden, aber ich hoffe, wir kriegen das hin und möchte mich natürlich nochmal vor dem Publikum bei Ihnen persönlich bedanken, auch im Namen der städtischen Gremien, dass Sie den Weg hier auch nach Butzbach gefunden haben. Ich halte das für ganz, ganz wichtig und bin dafür auch persönlich sehr, sehr dankbar. Darüber hinaus möchte ich festhalten, Richard von Weizsäcker hat 1984 davon gesprochen, das klang eben schon an bei Herrn Hartwig, dass der 8. Mai ein Tag der Befreiung sei. Das ist mit Sicherheit richtig. Ich glaube aber auch, dass der 8. Mai ein Tag des Nachdenkens sein soll. Und ich glaube, dass die, ich bin überzeugt davon, dass die heutige Abendveranstaltung einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten kann. In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung einen guten Verlauf und danke Ihnen nochmal auf das Herzlichste für Ihr Interesse. Vielen Dank.